Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Spiel Inner Voices. Da gab es ja erst die Demo und ab heute ist das Spiel erhältlich. Ich wollte es eigentlich gestern schon zeigen, aber gestern ging es nicht. Das war noch nicht ganz komplett runterladbar. Keine Ahnung, an der Pflege. Ich hoffe, man hört dieses leichte Bohren nicht, was im Haus ist. Irgendwie sind immer Handwerker hier, aber ich muss ja auch mal aufnehmen. Steht zwar Continue, aber wir haben noch nicht gespielt. Wir machen jetzt ein neues Spiel. Ich habe die Sound schon runtergedreht. Ich hoffe, der ist jetzt nicht zu laut oder zu leise. Schauen wir gleich. Danke nochmal an den Entwickler für den Schlüssel, dass ich das testen darf, spielen darf. Das Spiel kann auch in VR gespielt werden. Wir spielen jetzt ohne VR. Ich habe keine VR. Ich hätte gerne eine, ich habe keine. So, dann wollen wir mal. Ist ein Horror-Game. Psycho-Horror. Schauen wir einfach mal. Also los. A level will be loaded when player approach the door. Until level loading is complete. Across the door, the game loads level into the memory of each door, allows you to open the door on lower spec hardware. Na, wir können auch. Wir machen das. Schauen wir mal, wie es wird. So, wir sind im Haus. Wir haben, so wie es aussieht. Ja, what? What is this place? So. Oh, gucken wir da hinten. Wo sind wir hier? Ach Gott, wir sind hier irgendwo gespawnt. Lass uns mal hier. Oh, das gefällt mir jetzt schon nicht. Alter, Riesenflocks. Wir haben eine Taschenlampe, wir können springen. Aber da können wir, so wie es aussieht, nicht rein. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erstmal. Heller wird's nicht. Das ist eine Scheibe. Okay, also heißt das für uns, da kommen wir nicht rein. Wir müssen also hier durch. Ist das eine Bank? Sieht aus wie eine Kiste, ne? Okay, wir müssen also hier irgendwie hoch. Kann ich hier irgendwie... Achso, linke Maustaste. Ah! Oh mein Gott. Wen erinnert das noch an Penumbra etc.? So. Crouch. Crouch und jetzt hier runter. Ich hoffe, der Sound ist laut genug. Und wenn nicht, müsst ihr mir das reinschreiben. Dann mache ich das in der nächsten Folge lauter. Hallo? Oh mein Gott. Das hat echt was von Penumbra, oder? Auf jeden Fall wissen wir, dass wir ein Mann sind. So wie er gerade gesprochen hatte. Oh. Stuhl an der Decke. Questlog. Updated. Press Tab to open. Okay. Da haben wir Tab. Da haben wir das Buch. ABC. Was ist das hier? After long research, we have finally found a way to contact and even order the being from the other side. Okay, ich glaube, hier können wir mit E speichern. I cannot do that. Ich glaube, ich habe bei jemandem schon mal dieses Spiel gesehen. Hat das, glaube ich, Detox mal gespielt? Kann das sein? Save Reset. Okay. Okay, da könnte man jetzt. Ah, guck mal, hier können wir Sachen dran pinnen. Ne, das wollen wir nicht. Was sind hier jetzt für Karten? Wollen wir nichts mit anfangen, ne? Speichern können wir auf jeden Fall nicht. Wir müssen erstmal unser Questlog gucken. Intro. Where I am. Everything is so strange. How I did. Wie komme ich hier hin? Ich werde mich mal umsehen. Vielleicht finde ich die Antwort. Oder eventuell auch den Ausgang. So, was haben wir hier? Ah, guck mal. Nö. Wir haben noch nichts. Da würde ich sagen, und tap wieder raus, ne?
Eieiei. Oh, der Stuhl, der steht hier dezent im Weg. Fernseher? Muss ich den wieder... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das erinnert mich wirklich so ein bisschen, ne? Ey, da oben sind Augen. Da oben leuchtet was. Das gefällt mir nicht. Hi. Kann ich da hochlaufen? Hi. Boah, Alter. Nee. Hi. Soll ich mich jetzt da in die Mitte stellen oder was? Hi. Oh, wer bist du? Who are you? The question you should be asking is, who are you? I'm... My name is... I am... I'm... It's all right. Your name is John Blake, and I'm here to help you. But where am I? In a place beyond time, where the living are not allowed. Am I dead? You are, John. Though there is still a chance for you to return to life. And I will help you to that end. But you must cooperate. I don't know. What choice do I have? The alternative, John, is to remain here for eternity. Does that sound appealing? No, not really. Jesus. Okay, let's go. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Oh nee, ne? Ein Haus. Oh nee. Das ist nicht schön. Das ist... Okay, okay. What should I do? This room is a disarray. To get out, you need to restore order starting here. Then we will start dealing with your past. Okay, ich muss jetzt hier irgendwie eine Uhr zusammenbauen. Zack. Da haben wir einen Schlüssel. Den brauche ich für die Tür, die jetzt ganz spontan... Ach so. Linke Maustaste aufheben, rechts war interagieren, ne? Du musst auch festhalten, Perle. Komm her. Mauswheel. Zoom in, zoom out. So. Und R ist Rotate. Okay. Kannst du jetzt den Schlüssel da reinstecken? Rotiert er jetzt den Schlüssel? Nee. Du sollst doch rotieren auf R, oder? R ist Rotate. So. So. Linke Maustaste festhalten. So, mal näher ran. Und wie soll ich den jetzt rotieren? Das geht ja, scheint ja irgendwie nicht zu klappen. Nee. Hallo?
Also die Tür ist auf jeden Fall abgeschlossen. It's locked. Ja, das wissen wir. Wir wissen, dass der Schlüssel... So, kannst du mal den Schlüssel jetzt... Kind. Das war schon eine schwere Nummer, oder? Haben wir hier keine Flashlight oder so? Nee. Ich glaube nicht. First step. Hi. Du schon wieder. You must find your way through a peculiar maze consisting of your scattered memories. Recover and reconstruct those memories to find out who you are. Walk until you see a place, a person, or an item that seems familiar. Each reconstructed memory will give you a room. Like this. A powerful tool that will help you get out of this nightmare. I don't understand. How am I supposed to restore my memories? If I can't remember anything. Hell, I don't even know who I am. John, the door at the end of this corridor is the way out of this maze. To open it, you need to collect all the rooms. By restoring my memories. Correct. But be careful. This place is dangerous. You should not believe everything you hear or see. Damn. This is madness. Terrifying madness. So, jetzt dürfen wir uns ja wieder bewegen. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Schreibt mir mal rein, was ihr von dem Spiel haltet. Und ich glaube, das wäre ganz geil zum Streamen. Zum Streamen. Ich denke, eventuell werden wir das Freitag machen. Ne? Ich hoffe, euch hat das gefallen. Es ist nicht so leise. Es ist halt immer schwierig, wenn man vorab was nichts hört, den Sound einzustellen. Weil man will ja auch blind reingehen und nicht schon sich spoilern lassen oder so. Also, ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.